Zwei alte College-Freunde besuchen uns. Und ich überrasche sie mit orientalischen Leckereien. Es gibt knusprige Falafeln und cremigen Labneh mit Olivenöl und Satar. Die Falafeln sind der Star unserer Party und sie müssen drei Dinge erfüllen. Erstens müssen sie nach Koriander schmecken. Zweitens vollgepackt sein mit frischen Kräutern. Und sie müssen richtig kross sein. Zuerst röste ich Koriander und Kuminsamen an. In wenigen Minuten verströmen sie ihr herrliches Aroma. Koriander sorgt für ein blumiges Aroma und Kumin für eine intensive, herzhafte Note. Außerdem sorgen die Samen für mehr Biss. Das reicht. Platte aus und in die Gewürzmühle füllen. Ich mahle sie nur kurz zu einer groben Mischung. Das riecht echt intensiv. Weiter geht's mit den Kichererbsen. Das sind getrocknete, die ich über Nacht eingeweicht habe. Man sollte unbedingt auf Dosenware verzichten, denn damit werden die Falafeln matschig und sie zerfallen. In die Küchenmaschine füllen, zusammen mit den Gewürzen. Zwei Knoblauchzehen und einer Zwiebel. Grob hacken reicht. Den Rest erledigt die Küchenmaschine. Während des Studiums sind meine Freunde und ich am Freitag immer zu einem ganz bestimmten Falafelstand gegangen. Die Falafeln dort waren die reinsten Korianderbomben und riesig groß. Dazu gab es Reis und scharfe Soße. Das war unsere Freitagstradition und ich kann kaum erwarten, sie nachher mit meinen Freunden wieder aufleben zu lassen. Als nächstes frische Petersilie und Koriander. Grob zerrupfen und rein in die Küchenmaschine. Stiele stören nicht, sie werden einfach klein gehäckselt. Jetzt kommen die restlichen Gewürze. Ich nehme rote Pfefferflocken, nur eine Prise. Und einen Hauch Zimt. Man schmeckt ihn kaum, aber er steuert eine schöne, warme Note bei und rundet den Geschmack sehr gut ab. Zwei Esslöffel Mehl sorgen als Bindemittel. Ein Esslöffel Salz und schwarzer Pfeffer. Außerdem ein Viertel Teelöffel Backnatron und etwas Zitronensaft. So werden die Falafeln luftig. Die Säure lässt das Natron schäumen. Jetzt mixe ich alles zu einer grobkörnigen Masse. Ich rieche Kumin. Jetzt mache ich die Falafeln. Ich nehme den Eisportionierer, um sie zu formen. Ich mag das viele Grün. Nicht zu sehr zusammendrücken, sonst werden sie zu fest. Etwas zusammendrücken. Rund und leicht abgeflacht. Jetzt der Rest. Für die Falafeln habe ich geschmacksneutrales Öl in der Pfanne erhitzt. Und jetzt frittiere ich sie etwa 2 Minuten lang auf jeder Seite, bis sie goldbraun und knusprig sind. Ich frittiere sie in Etappen, denn bei einer zu vollen Pfanne kühlt das Öl ab und die Falafeln saugen sich zu sehr damit voll. Wenn es brutzelt, weiß ich, dass das Öl heiß genug ist. Man kann sie auch in der Fritteuse zubereiten, aber in der Pfanne ist es weniger Aufwand. Das sieht gut aus. Die Ränder kriegen Farbe. Mal gucken. Die Unterseite ist goldbraun. Also drehe ich sie für ein paar Minuten auf die andere Seite. Zum Anbeißen knusprig. Auf einem Rost kann das überschüssige Öl abtropfen. Anders als auf einem Papiertuch bleiben sie dort knusprig. I
love this tolle Farbe. Goldbraun, gesprenkelt mit Grün. Green poking through as well. And while they're still mit Salzwürzen. Ich muss kosten. An orientalischer Küche mag ich besonders gerne all die verschiedenen Aromen und Konsistenzen. Zu knusprigen Falafeln und frischem Salat gehört ein kühles, cremiges Element. So wie Labneh. Das ist eine üppige Joghurtspeise, ähnlich wie Frischkäse, und passt zu allem Möglichen. Für den Labneh vermische ich 800 Gramm griechischen Joghurt mit Zitronensaft und Salz. Das alles fülle ich in ein Mulltuch. Decke es mit Folie ab und stelle es über Nacht in den Kühlschrank. So verfestigt sich die Masse und wird streichfähig. Ich serviere Labneh gern als Dip mit Olivenöl und Sata. Rein in die Schale und hübsch verstreichen. Labneh schmeckt toll zu Falafeln oder Pita-Brot. Er ist so würzig und cremig und lecker. Noch ein Schuss Olivenöl. Es leuchtet richtig auf dem Joghurt. Und mit Sata-Würzmischung garnieren. Da ist Thymian drin, Sumach für einen Hauch von Zitrus, außerdem gerösteter Sesam und Salz. Damit toppen meine Falafeln die Falafeln aus College-Zeiten. Ich bekomme Hilfe von meiner Studienfreundin Maria. Wir machen halbgefrorene Minzlimonade. Das ist fast sowas wie Sorbet. Los geht's mit einem Viertel Liter Zitronensaft und genauso viel Wasser. Das Wasser vermixe ich mit 100 Gramm Zucker. Und Minze. Die wird vor dem Eis geschreddert, denn die Minze braucht länger, bis sie zerkleinert ist. Und fein mixen. Zitronenschale für mehr Aroma. Maria und ich teilen unsere Liebe für gutes Essen und fürs Reisen. Wir waren gemeinsam in Europa und haben es überlebt. Ich hole Eis und Maria presst Zitronen aus. Was hältst du von Tequila? Oh ja, muss sein. Mit Eis auffüllen. Der Tequila. Perfekt. Zitronensaft? And then how much tequila? Wie viel Tequila? Nach Gefühl, rein damit. Viel hilft viel. Passt schon. Nur noch mixen und fertig.